Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Schicksalsklinge HD. Ja, ich bin jetzt 2 Tage auf Reisen gewesen und es hat sich wieder einiges getan. Das ist jetzt die Version 1.08 und heute Abend kommt, glaube ich, schon die 09er. Und wie ihr seht, nach dem letzten Kampf gegen diese vielen großen Schröter sind 5 meiner Charaktere aufgestiegen. Wollen wir doch direkt mal gucken, dass wir das hier was höher kriegen. Ja, was wollen wir? Körperkraft erhöhen bei allen, das ist natürlich wichtig. Oh. Wieso? Hä? Ah. Da sehe ich irgendwie wohl eine Taste bekommen. Negativ. Neugier. Die können ruhig alle neugierig sein, so ist das halt. Ja. Aber glaube auf 2. Sehr nice. Und wir machen ganz klar wieder Wurfwaffen höher. Auf welchen Wert soll die Steigerung vorgenommen werden? Attacke, Parade, Attacke, Parade. Ich würde sagen auf die Parade. Obwohl, jetzt hat er 6 Punkte auf Parade, kommt man ihm mal was Attacke rein. Der wird sowieso da so gut wie nie mit dem Schwert kämpfen. Vielleicht in späteren Teilen, wenn ich viel Autokampf machen werde. Wenn wir so immer stark epic sind. So, wichtig ist Fährten suchen, damit er auch die Wolfshöhle oder sowas entdeckt. Ja. Wildnisleben, Tierkunde, Gefahren sind, Sinnesschärfe. 5 Versuche haben wir noch. Dann würde ich sagen, Klettern ist natürlich wichtig noch. Und Schwimmen. Zauber, Beherrschung, Brechen machen wir rein. Ja, hier Solidrit. Vielleicht bringt er ja was mal hier in diesem Spiel. Wir können da so eine Brücke mitmachen aus Licht. Regenbogenbrücke. Vielleicht brauchen wir dann die nicht mehr zu basteln. Vielleicht haben die das ja integriert ins Spiel. Dann machen wir den Zauber und können über die Brücke drüber. Ich glaube, so ist das gedacht. Silenzium brauchen wir eigentlich gar nicht unbedingt. Hellsig, das macht alles meine Magierin. Plötzlich finden 9, das reicht eigentlich schon voll aus. Fulminictus verbessern, ganz klar. Umbarung schwerer Arm. Nimmt das Ziel. Wäre natürlich bei stärkeren Gegnern interessant. Falkenauge. Axelatus, den müssen wir besser können. Amatrutz ist wichtig. Unsichtbarkeit reicht aus, das brauche ich so selten. See und Fluss. Ruhekörper könnte man mal reinnehmen. Band und Fessel gibt Sinn. Respondamius, Ziel muss die Wahrheit sagen, brauchen wir nicht. Das macht meine Streunerin. Sanftmut, Somnigravis. Balsam. Wird wohl kaum noch schief gehen jetzt. Und Blitz nochmal. Ah, und das hat nicht geklappt. Jo, dann werde ich das mal so machen und speichern. Und nennen wir das Testo hier unten, der da. Um dann hier die perfekten Werte zu kriegen. Was heißt perfekt halt? Hauptsache die gute Eigenschaft und die schlechte Eigenschaft klappt. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und vielleicht hier so ein paar Lebenspunkte. 6 ist schon mal ordentlich. Körperkraft erhöhen. Also da geht er von alleine irgendwie zurück, warum auch immer. Tja, was machen wir beim höher? Raumangst. 2, 2, 2, 2. Äxte. Ja, und er macht es automatisch auf Attacke. Wurfwaffen brauchen wir eigentlich nicht. Schwimmen. Ja, er ist endlich im Plusbereich. Super. Klettern. So. Zechen. Hm, wer war denn nochmal mein Heiler? War er der Heiler? Ich glaube, er war der Heiler. Oder war der Torwaller der Heiler?
Mirks. Murks, Murks, Murks. 3 Punkte noch übrig. Tanzen, Selbstbeherrschung. Zwerg muss nicht tanzen können, genau wie Reiten. Er setzt sich da nicht auf ein Pferd. Da kommen die Akrobatik noch was und Körperbeherrschung. So, damit hätten wir den nächsten. Taliomel, die Löwin von Neta. Körperkraft, Aberglaube. Wieso geht die da von alleine weg? Seltsam. 2 Hände ganz klar. Auf die Attacke. Und Schwerter auch auf die Attacke. Akrobatik, Klettern, Zischen. Ganz klar Schwimmen. Im ersten Teil ganz wichtig. Klettern. Ja, Sinneschärfe kann man überall eigentlich gebrauchen. Ja, sonst braucht sie eigentlich nichts, außer hier noch ein paar Körpertalente. Zeichen, zu keinen Kater haben, Selbstbeherrschung, ein bisschen Akrobatik erhöhen, Körperbeherrschung, so. Reine Kämpferin. Zwei Stück noch. Körperkraft und Aberglaube. Ganz klar Äxte. Der Tomati auf Attacke. Und ja, ist das ungeändert, dass das 2 Händer sind? Oder ist das eine Axt? Weiß ich nicht. Im alten Teil war das so gewesen, dass die Barbarenstreitaxt ein Zweihänder ist beim alten Teil. Aber eigentlich hört das zu Äxte. Müssen wir mal gucken. Ich mache mal beides hoch. Zechen, hier komm, du kriegst Zechen so hoch wie möglich. Davon braucht er nichts. Oh, okay, er war der Heiler, nicht der Zwerg. Ja, habe ich aber einen Zwerg schon falsch gesteigert. Ja, Giftheilen macht nur die andere. Später mache ich das sowieso durch einen Trank, den ich zur Sicherheit bei haben werde. So ein Vergiftungstrank oder so eine Wunderkur oder sowas. Und jetzt kommt noch Schwimmen dazu. Komm, Hilfen also. Akrobatik und Klettern. Ja, irgendwie scheint das die ganze Zeit zu klar. Ja, Körperkraft braucht sie eigentlich nicht unbedingt. Vielleicht gehe ich bei ihr auf Klugheit. Können wir das nochmal abbrechen? Können wir nicht. Ja, dann nehme ich jetzt irgendwas und lade mal kurz neu. Ich muss nämlich gucken, was die Zauber für Werte haben. Komm, klack, 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 klack. So, und die Zauber noch schnell. Laden. Testo. Ja, Version 1.08, man hat es kurz gesehen. Ja, der lädt recht schnell wegen der SSD. Zauber. So, was? Beherrschung, ganz wichtig. Horiphobius. Mut, Intuition, Charisma. Ja, den will ich natürlich besser können.
Dann würde ich sagen, gehe ich auf Intuition oder Charisma. Mut macht natürlich nochmal zusätzlich meine Dings hoch. Meine Attacke-Werte von alleine. Die Basisattacke. Wie sieht das bei Ignifaxius aus? Klugheit, Gewandtheit, Körperkraft. Schauen wir mal. Mut erhöhen. Oder Charisma. Ich glaube, Charisma ist bei mehr Sachen notwendig als Mut. Für Ignifaxius Flammenstrahl ist die Körperkraft wichtig. Intuition ist überall wichtig. Ja, komm, dann gehen wir auf Charisma und machen schon wieder von alleine weg. Jetzt irgendwas Raumangst hat, so ja, komm, die müssen wir senken. Und wir machen natürlich Speere höher und da wieder die Parade. Und Wurfwaffen, falls wir es mal irgendwann brauchen. Magiekunde. Ah. Chemie nochmal versuchen. Ja, einen Punkt. Und den Rest würde ich sagen, setzen wir in Körper rein. Bisschen zechen. Schwimmen. Klettern. Ah, das war's schon. Mist. Ja, Beherrschung brechen. Horiphobius verbessern. Sehr gut. Skeletarius. Bannpaladin. Das Ziel muss die Wahrheit sagen. Kann sie für ein Notfallziel einschläfern. Ah ja, Geisterbann, den brauchen wir im zweiten Teil. Hier Illusionszauber auf. Ja, wir machen die wenigstens auf 0. Schutz vor magischen Schaden. Kann man mal was erhöhen? Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ich habe. Oh, vielleicht muss ich neu laden. Verdammt. Analyse. Zu viele Punkte schon eingesetzt. Der ist wichtig, damit ich herausfinde, was für eine Fähigkeit diese magischen Waffen haben. Dann braucht man den Odem Arcanum eigentlich gar nicht. Da entdeckt man einfach nur, ob es Zaubergegenstand ist. Und hier sieht man sogar richtig, was das magische Artefakt kann. Monturius, Verrahmen für Türen öffnen. Ganz klar Ignifaxius. Fulminictus, damit es ein bisschen Schaden machen kann. Saftkraft, Kampfrausch. Eisenrost. Eisen zerstören, zum Beispiel des Gegners. Da könnten wir mal machen. Ja, nee, doch, das geht. Das ist okay. Dann speichern wir nochmal die Wolfshöhle ab. Wir sind. Das ist gar nicht die Wolfshöhle, aber das ist die Goblinhöhle. Aber ich habe es Wolfshöhle das letzte Mal genannt. Die Wolfshöhle war weiter südlich. Genau, hier war der Eingang. Und dann klappern wir mal die restliche Höhle ab. Gehen wir in die Richtung. Ihr stöbert einen dösenden Höhlenbären auf, der bei eurem Näherkommen allerdings sofort erwacht und sich laut brüllend aufbäumt. Schade, dass wir kein Bildchen haben, wo wir den sehen. So war es beim alten Teil. Das heißt, man kann hier nicht sterben an der Stelle, auf jeden Fall was beim Alten, und man kommt auch nicht zum Kampf. Aber da kommt vielleicht noch was in den nächsten Patches. Ah! Error Loading Battle Subscreen Stone Big Room. Ja, genau. Und damit hat es mich rausgehauen. Kann ich jetzt neu laden? Kann ich. Das ist natürlich schlecht. Ich habe gelesen in den Foren irgendwie, dass da irgendwelche Bugs momentan noch drin sind bei dem. Ja, das geht komischerweise. Also da war irgendwas auch kaputt gewesen jetzt beim 1.7er und 1.8er Patch, wo ich weg war. Und mal gucken, ob das sich heute Abend noch legt. So, Jamila, du bist ziemlich weit vorne, das gefällt mir nicht. Ah, du packst das aber schon irgendwie. 7 Schritte, dann bist du genau da und wirst eingekesselt.
Dann renn mal besser hier hinten rüber, hast du wenigstens was für Stärkung. Ein Goblin! Ey, nice! Man sieht sogar halbwegs, dass es ein Goblin ist. Ja, bloß leider sehen wir hier immer noch ein Skelett. Aber ansonsten ganz gut schon mal. Das ist neu. Sonst waren es meistens Orks. So. Erstgegner-Abenteuerpunkte gibt es auch bei dem Spiel. Ich glaube, das ist nicht geändert. Das heißt, wir kommen für das erste Mal auf Gegner treffen. So war das noch bei DSA 3 gewesen. Mehr Erfahrungspunkte, also Abenteuerpunkte, als wenn wir den Gegner jetzt zum 15. Mal umhauen. Also. Fernkampf. Schuss ging daneben. Ah, nice. Das ist neu. Nicht genügend Aktionspunkte mehr. Dann setze ich wenigstens noch davor. Atax, wo bist du? Ah, der versteckt sich hier hinten. Alles klar. Stürmer hier ran. Ne, dann kann er da nicht drumherum gehen. Rennen wir in die Richtung. Ah, das scheint mir jetzt was zügiger und flotter vonstatten zu gehen. Das gefällt mir schon mal gut. Komm, Nahema. Einen schönen Beherrschungszauber. Ich kann keinen Horiphobus machen. Ah, Horiphobus ist Nahkampf, ne? Kann das sein? Nein. Wieso ist der noch nicht drin? Das ist blöd. Balsam, Clarum Purum, Guardium gegen Magie, haben wir sowieso keine hier. Armatruz, Pralü. Wir können Pralü versuchen. Der wird es ja wahrscheinlich schief gehen mit minus 3. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Nahema hat mit 0 Astralenergie nicht genügend. Ach du Jemine, wir haben keine Astralenergie mehr. Ja, dann gehst du in den Nahkampf. Fehlgeschlagen. So, und du gehst mal 2 Schritte zurück. Trifft davon hier wieder mal nicht. Was ist das denn? Ja, sehr gut. Schuss ging daneben. Angriff fehlgeschlagen. Ja, das gefällt mir gut mit dem Hochblinken. Das ist nicht schlecht. So, wir greifen an den hier, der ist. Kann direkt von dreien angegriffen werden. Zack! Der hat es auf meinem Elf abgesehen. Taliumel, auf in den Kampf! Für Rondra! Ah, zu wenig Punkte. Dann ein zweiter. Nahema, wieder eine schöne Nahkampfattacke. Die sie wahrscheinlich trifft, weil sie ja voll auf Defense ist. Dann werde ich gleich erstmal voll resten, damit die Mana wieder haben. Also Astralenergie. Also man merkt schon, das geht wesentlich schneller. Das gefällt mir sehr gut. Dann könnte ich das sehr wahrscheinlich in 1-2 Takes die komplette Höhle schaffen. Falls dieser eine Kampf da hinten in der Ecke geht. Und die treffen jetzt auch etwas besser, glaube ich. Sind die Attackewerte ja erhöht. Mensch, das kleine Goblin. Haut den endlich um. Und du triff endlich mal hier. Na also. In den Rücken.
Tja, es wäre auch ein Wunder, wenn die mal trifft. Yeah. Na also. Den zweiten haben wir auch. Stürm du mal hier runter. Ja, das Land fällt weiter. Hat auf jeden Fall nicht mehr genug Aktionspunkte. So, und ich würde sagen, du rastest, dich brauchen wir nicht. Ich habe gehört, hier sollen auch so Effekte sein von den Klingen und sowas. Davon bekomme ich jetzt nichts mit. Oder meine Einstellungen. Effekte habe ich recht laut gemacht. Gesamtlautstärke. Können ja gerade mal testen. Naja, da ist auf jeden Fall nichts in der Art. Komme ich nichts von mit. Also da scheint nichts zu sein. Keine Ahnung, vielleicht ist da auch irgendwas im Argen, vielleicht haben sie es wieder rausgenommen. Ich hatte auch nicht so viel Zeit in den letzten Tagen irgendwie die Foren durchzuschauen. So, genau, greift den mal an. Yeah! Da hinten, ne, kann sie nicht, Mist. Dann war es das auch für dich, Taliumil. Und der Rest hämmert auf den da drauf. Gehen wir da hin. Juhu, und ein paar Schwerter, die wir natürlich komplett einsacken. Würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle mal einen Break. Die Zwölfe mit euch, nieder mit dem Namenlosen. Bis zum nächsten Mal.